Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück zu einem neuen Money Montag. Heute habe ich den Tipp für dich, wie du deine Gummistiefel reparieren kannst und sie nicht wegschmeißen musst. Löcher in Gummistiefeln sind nicht so vorteilhaft, wie wir alle wissen, denn eigentlich sollten die Schuhe dafür da sein, dass du damit im Regen, im Schnee und sonst wie spazieren gehen kannst. Am Ende sehen allerdings deine Socken so aus. Und entweder musst du jetzt die Schuhe wegschmeißen oder eine neue Idee muss her. Ich zum Beispiel habe diese beiden Paare von den Hunter Boots, die ungelogen hier in London 85 Pfund kosten, pro Paar. Einmal mit einem roten Dot, einmal mit einem blauen Dot, whatever that means, keine Ahnung warum. Wahrscheinlich von den Jahren oder so. Die sind jetzt 2-3 Jahre alt und beide Paare und jeder einzelne Schuh ist kaputt, ist kaputt, ist kaputt und ist kaputt. Also lohnt es sich einfach überhaupt nicht, mit diesen rumzulaufen, so wie man das machen sollte, ne? Schön durch Matsche und bei Regentagen, ja, funktioniert nicht, weil sie Schrott sind. Anstelle davon, dass man jetzt die Schuhe, die im Übrigen, wie man hier noch sieht, man hat noch das volle Profil, also ich habe die noch nicht mal so oft getragen, wegschmeißt und sie einfach neue kauft, ja, da habe ich einen Tipp für, und zwar leistet man sich dieses hier. Das gibt es auf Amazon oder auch vielleicht in anderen Shops. Ich habe das jetzt mal unten in der Description hinzugefügt. Könnt ihr mal schauen. Dieses Produkt ist ein Lebensretter für solche Löcher. Und ich zeige dir jetzt mal, wie das Ganze funktioniert. Du nimmst deine Gummistiefel zur Hand und wäschst sie gründlich. Also entweder mit Seife oder einfach mit Wasser. Und dann nicht vergessen, den ganzen Spaß noch wieder trocken zu rubbeln. Am Ende nimmst du deinen Klebestift, machst ihn auf und reibst die Ecken und das Loch einfach mal volle Kanne ein, weil das Ganze muss schön zusammengeklebt werden und dafür braucht man viel Klebe. Den Gummistiefel jetzt am besten für mindestens 12 Stunden zur Seite legen und das Ganze sieht am Ende so aus. Ist jetzt vielleicht nicht so ganz stylisch und gut gelungen, aber naja, whatever, sind halt nur Schuhe. Ich wollte mir auf jeden Fall keine neuen Gummistiefel kaufen müssen, habe es versucht. Ich habe diesen Schuh jetzt schon eine Woche lang getragen und bin unglaublich begeistert von diesem Klebestift, der wie gesagt nicht gesponsert ist, sondern das habe ich mir alles selber gekauft auf Amazon. Und hier, wie du sehen kannst, bin ich durch die Matsche gelaufen, ein bisschen rumgesprungen, hat alles super geklappt und am Ende waren meine Socken trocken. Ich würde die Klebe auf jeden Fall empfehlen. Der Link ist in meiner Beschreibung unten zu finden und das war einfach nur ein Tipp von meinem Money Montag, weil ich gerne möchte, dass ihr nicht so viel Kohle auf diese Schuhe ausgeben müsst, wenn es auch einfacher und günstiger geht und man das Ganze noch reparieren kann. Deswegen, falls es euch gefallen hat, bitte Daumen nach oben und abonnieren und dann sehen wir uns zu einem anderen Money Montag. Bye!